Jo, willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Dieses Format, das ich jetzt mache, heißt Game Review. Und auf diesem Format stelle ich Spiele vor. Es ist nicht ein direktes Let's Play, sondern ich erkläre ein bisschen was zu dem Spiel und ja, erkläre, wie das Spiel so geht, was man hier so macht und Review halt. Ich stelle es vor und ja, ihr wisst Bescheid. So, als erstes Spiel in dieser Reihe habe ich mir gedacht, dass wir einfach mal das Spiel Slimmer.io zocken. Das Spiel ist auch schon von äußerst vielen Leuten gespielt worden. Gut, eine kleine Erklärung, was man hier so macht. Jeder ist hier praktisch so ein Wurm. Und jetzt muss ich mir das kurz einsammeln, Entschuldigung. Ha! Also, wir sind hier alle in einer Welt. Jeder ist ein Wurm. Und unser Ziel ist es, dass wir in das Leaderboard kommen, also der größte Wurm werden. Hier am Rand sehen wir ein Leaderboard, wer hier gerade die größten Würmer sind. Genau, wir werden größer, indem wir diese kleinen Punkte hier einsammeln. Das sind die Grundsteine. Aber manchmal wird auch ein Wurm getötet und dann droppen auch ganz viel Erfahrung. Also XP. Ich nenne es ganz mal EP, also Experience. Und die müssen wir einsammeln und die bringen noch viel mehr als diese kleinen Punkte hier. Und diese Würmer sterben, indem wir sie dazu bringen, dass sie in uns reinfahren. Hier habt ihr es unten gerade gesehen. Die müssen in uns hineinfahren, dann sterben sie. Und das ist auch ein bisschen das Besondere an dem Spiel, jeder hat dieselben Chancen. Da ist nicht so der Größere gleich der Stärkere, sondern auch dieser kleine Guppi da, der kann mich töten. Ah, und er versucht schon. Und das ist halt das Besondere, jeder ist gleich stark. Ich kann den Kleinen töten und der Kleine kann auch mich töten. Es ist jetzt nicht so wie in Agario, dass der Große die große Kugel die kleine Kugel töten kann. Umgedreht meine ich. Sondern hier ist halt jeder hat dieselben Chancen. Genau. Und ihr habt es gerade gesehen. Man kann ihn innerhalb 5 Sekunden richtig schnell groß werden. Und das passiert eigentlich häufig, wenn halt Würmer sterben, logischerweise. Und dann ihre Experience da lassen. Und die müssen wir dann rechtzeitig einsammeln, bevor andere sie einsammeln. Genau. Genau, wir haben im Moment 2900 Punkte. Ich war auch schon mal im Leaderboard drin. Ich war Platz 8 und hatte 1315,4 Punkte. Vielleicht toppt ihr den Rekord, ja? Oder war vielleicht schon mal auf Leaderboard auf 1. Genau. Also wir müssen praktisch die Würmer dazu bringen, dass sie in uns reinfahren. Oft ist gut, wenn man sie einfach umkreisen. Oh Gott, nee, der lässt sich nicht umkreisen. Ah. Brrr, oh Gott. Ach, Mist, den haben wir nicht bekommen. Genau, und das ist also, jeder ist ja gleich schnell, aber man kann sich boosten. Mit dem Computer ist es Leertaste drücken, drückgehalten oder Mausklick. Es gibt vielleicht auch noch andere Funktionen. Genau, das Spiel gibt es aufs Handy, fürs Handy auch. Da muss man einfach Double Tap auf dem Bildschirm machen. Aber ich finde, auf dem PC lässt sich besser spielen. Genau. Gut, ich will noch mal demonstrieren. Einfach einen Wurm in mich reinfahren lassen. Also muss ich den halt einfach mit dem Boost beschleunigen. Ah, der wollte mich gerade vor meine Nase fahren. Der wollte mich sprichwörtlich auf der Nase rumtanzen. Ne? Und wenn sowas passiert, Leute, da müsst ihr entweder ganz schnell ausweichen oder es gibt Tanzverbot. Und da ist einer gestorben und wir müssen die ganze Erfahrung einsammeln. Oh shit! Damn son! Aber wir müssen aufpassen, weil andere wollen auch die Erfahrung, wie schon gesagt. Und die fahren dann auch alle auf die Experience zu. Und irgendeiner stirbt dann, wenn man nicht achtsam ist. Und bestimmt werden wir bald im Leaderboard sein. Wir sind jetzt richtig fett geworden. Genau. Abgesehen, ein Wurm fährt mit mir parallel, da muss ich boosten und ihm den Weg abschneiden, damit er in mich in die Seite reinfährt.
und dann stirbt er. Und dann können wir die Erfahrung einsammeln. Genau. Eine gar nicht schlechte Taktik ist es, sich zu ganz vielen Würmern gesellen. Denn wo viele Würmer auf einen Haufen sind, da kann das Ganze nicht lang gut gehen. Da stirbt irgendwann einer. Und wenn ihr dann zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle seid, dann könnt ihr richtig viel Experience absahen. Das heißt, ihr geht jetzt einfach zu ein paar Würmern und erwartet ihr einfach, bis irgendeiner stirbt. Und dann müsst ihr einfach zum richtigen Zeitpunkt da sein und dann könnt ihr richtig viel absahen. Das mache ich meistens eigentlich. Und dann gibt's fett Gangbang in my room. Oh. Nice. Zack. Okay, meine Internetverbindung ist gerade huiuiuiui. Nein. Ah. Nice. Mann, ich will es ins Leaderboard. Ah, scheiße, das wird knapp. Genau. Das Spielprinzip ist eigentlich komplett easy. Ha! Ihr Wichser! Du Hoden-Kobold-Mann. Get wrecked up, ease learn to play. Oh no, genau. Das heißt, sie fahren auch mal von allein rein, weil es keinen anderen Ausweg mehr gibt. Ich weiß gar nicht, wie ich mich benannt habe. Mr. Kaltbox, oder? Genau. Man kann seine Skins auswählen. Dazu muss man einen Tweet machen oder das auf Facebook posten. Ich kann euch das gleich zeigen, wenn wir dann irgendwann sterben. Und dann haben wir die Auswahl, unseren Skin zu ändern. Aber davor kriegen wir immer random Skins. Genau. Ich habe das schon gemacht und ich habe mir einfach mal den roten hier ausgewählt. Und das ist ganz nice. Ja. Ich würde sagen, wir hauen mal eine kleine Zeitraffer rein. Und sehen uns vielleicht wieder, wenn ich im Leaderboard bin. Bis gleich. Irgendeiner stirbt hier gleich, Leute. Fuck! Du dummer Hurensohn! Ohne Scheiß. Genau. Also, wenn ihr den Skin noch nicht habt, dann heißt es hier Share on Twitter, Share on Facebook to unlock and skin. Das müsst ihr einfach machen. Wir klicken hier einfach mal drauf. Ich habe das auf Twitter gepostet, bla bla. Ich habe das hier schon gemacht. Und dann ploppt hier unten ein Fenster auf, Change Skin, und dann kann man hier einfach die Skins wechseln. Hier gibt es Deutschland Skin, Italien Skin, Frankreich Skin, genau, Österreich, bla bla bla, Regenbogen, bla bla bla. Könnt ihr selber mal durchschauen. Genau. Ich will jetzt nochmal ins Leaderboard rein. Ja. Genau. Kommen auf jeden Fall noch andere Spiele zur Game Review. Oder vielleicht wird es auch ein anderer Name für die Reihe. Oh mein Gott, what a big dick. Damn, son. Verpiss dich. Leute, wenn der jetzt stirbt, dann kriegen wir alles ab. Wir müssen uns nur ranhalten. Wir müssen uns nur ranhalten. Oder wir holen ihn uns so. Piss dich, schlecht. Nein! Ja, Mann! Dämpfer und jetzt alles wegsnacken! Huh! Nice! Genau, hier kollidiert man dann auch oft frontal mit jemand anders. Und dann muss man rechtzeitig genug abbremsen. Beziehungsweise auch ausweichen. Genau, und ihr seht, ihr müsst einfach bloß an irgendeinen Wurm ranhängen und irgendjemand stirbt dann schon in der Nähe. Und ihr müsst dann einfach bloß alles wegholen. Und dann seid ihr richtig fett. Nice. Und wir gehen natürlich selbst auf. Ja, 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 ja. Bra. Bra, ja, ja. Damn, son. Nice. Wir müssen einfach bloß zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein. Get wrecked. Oh, damn. Genau, einfach im richtigen Moment boosten, ausweichen. Und dann seid ihr perfekter Meister in dem Spiel.
Verpiss dich. Immer diese kleinen Pisser, die versuchen mich umzubringen. Richtige Missgeburten. Okay, na, die wollen mich richtig. Ah. Ne? Markus sind die Wübe auch so klein, dass man sie komplett übersieht. Das ist äußerst belastend. Nein! Mann! Ja, okay, ihr müsst dann auch ein bisschen aufpassen. Wachsam sein. Genau, aber das Spiel ist relativ nice. Links sind auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Ich blende hier nochmal meinen Rekord ein. Vielleicht toppt ihr ihn ja. Und ansonsten war es das eigentlich von dem ersten Format, von dem Format hier namens Game Review oder whatever. Arschloch. Und dann würde ich sagen, ihr könnt das Spiel auf jeden Fall ausprobieren. Links sind unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten habt noch einen entspannten Tag. Lasst ein Like da, wenn es geil war. Und es war geil, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und ciao.